Willkommen zurück, das wäre der Online. Weiter geht's. Tafelin, also ohne Bezwinger, okay. Ja, in einem Lande. Letzte Folge haben wir Kapitel 15 von Buch 2 abgeschlossen. Und sind jetzt in Agamau gelandet, im Norden von einem Land. Könnte ich gerade nicht zeigen, wo wir jetzt hier im Indoor sind. Und hier machen wir jetzt, ja, nehmen wir alle Quests an, machen weiter. Genau. Viel von einem Land fehlt tatsächlich nicht mehr. Wir sind jetzt im letzten Stück der einem Lande, das wir natürlich bequestet haben. Dann haben wir noch die Zanzen. Das ist die einem Lande auch schon durch. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen waren. Das ist jetzt maximal 8. Krass. So. Bitterborge Saat. Nehmen wir jetzt mal hier alles an. Ich muss euch eine Geschichte erzählen. Kann sein, dass ich dann gleich umloggen muss und so, weil das sind jetzt ein bisschen schwerere Quests, die hier im Norden von Agamau sind. Wollt ihr verweilen und kurz mit mir sprechen? Ich würde euch gerne eine traurige Geschichte erzählen und um einen Gefallen bitten, bevor ihr geht. Vor langer Zeit lebte eine Stammesschwester an einem See in einem üppigen grünen Land, bei dem einst Unmengen Wildblumen und ein alter Wald wuchsen. Dann fing ein Krieg über das Land und das Wasser der See färbte sich rot mit Blut. Die Seeauen verfolgten. Sie wurden zum Rotsumpf und die Stammesschwester zur Roten Maid von Agamau. Das stimmt mich traurig, doch ich glaube, dass es weder für die Stammesschwester noch für ihr Land noch Rettung gibt. Aber ich kann wenigstens ein Teil des Landes wieder aufgeforstet werden. Früher lebte ein mächtiger Baum, der Eichenborge genannt wurde. Mittlerweile ist er krumm und wieder derb, doch es wachsen noch immer Eicheln an ihm. Mit ihnen könnte man neues, unverderbtes Leben in den alten Wald bringen. Begibt euch nach Graf Agavan im Osten, wo mir die Stadt des Baumes, der jetzt Bitterborge heißt. Okay, alles, was unter Graf Agavan steht, ist natürlich eine Instanzquest. Das ist sehr misleading, aber ja, das sind Instanzquests. Die sind nicht wirklich hier zu finden, sonst würden sie in einem einsamen Lande stehen. Ein barmherziges Ende. Man kann zu diesen Instanzen auch zu Fuß reinlaufen. Deswegen. Aber man kann ja die Instanzen auffinden. Ein barmherziges Ende. So ist es dazu gekommen. Ihr habt euch bisher sehr gut geschlagen, Atras. Ich bin beeindruckt, das passiert mir bei jemandem wie euch nicht oft. Ich glaube, eure Rasse fehlt häufig der Verstand, den meine kleinen Freunde hier besitzen. Doch ihr habt eine größere Einsicht gezeigt. Ihr müsst etwas für mich erledigen, bei dem ich allein die Bitte darum erschaudern lässt. Die verderbten Hurons und ihre Hüter, die Sumpflauerer, müssen vernichtet werden. Ich habe das Gefühl, dass es für diese armen Kreaturen keine Hoffnung auf Erlösung gibt. Die Hurons und Sumpflauerer leben im Nordwesten. Das ist eine fürchterliche Tragödie, doch ich sehe keinen Weg, der barmherziger wäre. Ich mache mir große Sorgen, denn was auch immer die Verderbte verursacht hat, es war nicht das Werk von Ivar Bluthand. Besiegt Hurons, besiegt Schumpfschleifer. Schleicher. Gefallene Eiche. Ich fürchte, wir können nur wenig tun. Dieser schreckliche Tag für uns alle. Ich habe von Tanasen erfahren, dass der Sumpf vor langer Zeit in den Kriegen verderbt wurde und dass die fortgesetzte Verderbtheit das Werk eines Wesens ist, das er die Rote Maid nennt. Ich habe erfahren, dass diese Rote Maid einer der sanften Flussmaiden war, die in einer schrecklichen Verderbtheit ihres Landes zum Opfer fiel. Ihr Hand zerstört nun alles, was sie berührt. Jetzt ist auch Düsterblatt, ein prächtiger Huron, unter den Einfluss der Roten Maid gefallen und sein Hass wiegelt die anderen Hurons auf. Es ist schrecklich, doch dieses alte, prächtige Wesen muss vernichtet werden. Ich bin sicher, dass sie Düsterblatt irgendwo nordwestlich von hier bei den anderen Hurons findet. Bringt diesen armen Wesen den Frieden. Sieg Düsterblatt. Verderbtes Leben. Hier lauert das Böse. Eure Taten im Agamau sind löblich, aber vielleicht noch nicht ausreichend. Das Wesen des Sumpfes selbst ist verderbt worden. Dann meine ich nicht, dass er auf natürliche Weise verrottet und verwest. Das wäre ein ganz natürlicher Vorgang für einen solchen Ort. Nein, vielmehr ist Böses tief in das innerste Wesen Agamaus eingedrungen. Wenn ihr mehr helfen wollt, begebt euch zum Sumpf und sammelt die Rinde der unreinen Baumstümpfe. Ich benötige etwas von den lebenden Dingen, die Agamau bevölkern, um herauszufinden, wie Ivar den Ort verderben konnte. Nordwestlich von hier findet ihr viele Baumstümpfe. Aber ich muss euch warnen, wegen der Verderbtheit hier solltet ihr nicht allein durch Agamau reisen. Sammelt Rindestücke von verderbten Baumstümpfen. So, jetzt haben wir hier ein paar Quests. Wir gehen jetzt mit Eriak die Starken. Warum belästigt ihr mich? Ihr kommt von Frederik, dann seid ihr willkommen. Es gibt hier viele Bedrohungen, die gegen die eure Stärke auf die Probe stellen könnt. Das war jetzt nach Agamau, genau. Agamas Tote. Ich lasse nicht zu, dass man mich ignoriert. Beweist, dass ihr in der Lage seid, uns von den Armeen zu befreien, die gegen uns aufziehen. Diese seltsame Kreatur namens Ivar hat die Macht, böse Geister zu rufen und sie dann in die Überreste der Toten zu verpflanzen, an denen es hier im Sumpf nicht mangelt. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Böse weiter Macht gewinnt. In den südwestlichen Ausläufern in Agamau gibt es eine Reihe von Ruinen, die von Unholden gerade überlaufen sind. In den Ruinen müssen sich auch die Aremannen befinden, welche sie anführen. Wenn ihr die Beschützer der Aremannen tötet, wird der Fluch, der die Unholde an sie bindet, wahrscheinlich gebrochen. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert, aber es ist sicher keine schlechte Idee, Kreaturen wie die Aremannen aus dem Dienst der falschen Truppe zu entfernen. Besiegt Aremannen Beschützer. Aufstieg der Toten. Bleibt und hört mich an! Natras, die Bedrohungen, welche uns umgeben, sind zu gewaltig, als unsere mickrige Zahl ihn aufnehmen könnte. Wir brauchen Hilfe jeglicher Art, die wir erhalten können.
Ihr wart bereits eine große Hilfe für die Kleinen und spähte, dass eure Beistand weiter aufrechterhalten werdet. Die westlichen Bereiche des vergifteten Landes wuchern mit Kreaturen, die schon lange nicht mehr unter den Lebenden weilen, aber nur die Ruinen verschwanden. Meine Bitte nach Hilfe entspringt nicht aus Angst, sondern aus Überlebensinstinkt. Diese Kreaturen müssen vernichtet werden. Projektet den Sumpf im Norden oder Westen oder gar einige kleine Bereiche im Osten. Vernichtet die Unholde, welche sie letzte Zeit wieder bemerkbar gemacht haben. Das Gruder den Agamau. Eine abgetrennte Hand. Würdet ihr mich jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen? Natras, es lautet ein Schrecken in diesem Sumpf, der die Toten hierher führt. Reikur befähigt immer noch die Unholdarmee. Und deren Wille ist noch nicht gebrochen. Nach Aussage von Radagast dem Braun ist er einer der Helfer, den Ivar am meisten vertraut. Er schlagt ihn und die Unholde verlieren den Anführer. Ich bin sicher, dass ihr Reiko in den Ruinen hinter dem Lager der Unholde finden werdet. Da ihr bewiesen habt, dass ihr einen seiner Untergebenen geschlagen könnt, wird er sehr vorsichtig sein und dafür sorgen, dass ihr ihn aussperren müsst. Passt auf euch auf, aber nun lasst euch nicht weiter aufhalten. Wir müssen diese Bedrohung ein Ende setzen. Besiegt Reiko. Tote Gewässer. Ich verlange nicht viel von euch. Sie sind sehr willkommen, Natras. Ich fürchte die Sicherheit meiner Leute. Die ersten Kräfte, die ihr gesandt habt, sind gegen den Feind gezogen. Sie wollen die Rote Maid finden, von der sie alle sprechen, aber alleine kommen sie gegen die Übermacht nicht an. Im östlichen Ausbau von Agamau ist sogar das Wasser auferstanden, das man ein ganz eigenes Leben hätte. Kreaturen aus Wasser, die wir Düsterwasser nennen, greifen es ohne Vorwarnung an. Ich habe keine Ahnung, wie wir dieses Wasser bekämpfen können. Ich hoffe, ihr versucht es wenigstens. Wenn die Kreaturen so tief aussteigen, ziehen sie alte Münzen aus Ruta und Artetein mit sich an die Oberfläche. Bringen diese Münzen als Beweis eurer Anstrengungen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? So, Agamau gesichert. Ihr habt viel dazu beigetragen, dass wir Agamau bestehen konnten, Natras. Vielen Dank. Wie wir die Stellung halten sollen, benötigen wir Vorräte. Bringt diesen Brief zu Frederik und dieses Päckchen hier zu meiner Schwester Hannah, damit sie weiß, dass ich noch am Leben bin. Sie ist ganz auf sich gestellt und ich mache mir Sorgen um sie. Im Süden finde ich einen Durchgang zurück nach Haragmar in die südliche Teil des Rotsumpfs. Wenn ihr euch dort dann nach Westen und ihr geht zum Westen vergut, weit dorthin, lässt wird Volk wissen, dass zumindest im Augenblick kein Grund zur Sorge besteht. So, danach haben wir was. Die Rache kommt. Lange haben wir auf Gelegenheit gewartet, den Menschen hier zu strecken, die für das Schicksal dieses Landes verantwortlich sind. Nun ist es an der Zeit, dass wir unsere Pflicht erfüllen und den Fluch brechen. Wir werden den Fluch brechen. Nichts anderes zählt. Wir werden Rache üben. Wir werden den Nachfahren unseres Feindes, die noch mehr Hass verspüren, dem Land das Blut unschuldiger opfern, geben, was ihnen zusteht. Zögert nicht, dass sie unsere Rache spüren. Die Bergmenschen haben sich im Osten und im Norden gesammelt. Tötet sie und zeigt ihnen, dass unsere Erinnerungen nicht verblasst sind und ihre Taten niemals vergeben werden. Besiegt Bergmenschen von Rudau, die der Roten Maid treu sind. Feste Reinheit. Vielleicht habt ihr Gerüchte über die Rote Maid gehört. Einst war sie eine unschuldige Kreatur, die sie vor langer Zeit durch den Krieg zwischen Angmar und dem deutschen Königreich völlig veränderte. Jetzt leidet sogar das Land selbst unter der Roten Maid. Um dieses Leid zu heilen, müssen wir zunächst Unschuld und Schönheit in ihr Heiligtum bringen. Vor eurem Fall benutzt ihr eine Urne, um das Wasser zu besänftigen. Die Urne befindet sich im Westen, wird von Ivars Lakaien bewacht. Holt die Urne und begibt euch dann den südöstlichen Teil von Angamau. Sucht doch nach einem natürlichen Altar. Ihr werdet ihn erkennen, wenn ihr ihn seht, denn die Elemoren werden ihn schwer bewachen. Füllt die Urne mit dem Wasser, das ihr dort findet, und kommt zu mir zurück. So, jetzt ist nämlich der Trick. Gefäß der Reinheit steht auch in der Garvergaben. Man denkt jetzt, dass man da selber hin muss, aber das ist tatsächlich in der Instanz. Weil es hier die Gruppe Garvergaben ist. Das ist ein bisschen komplex. Verräter gut aus. Ihr habt mich und meine Brüder erlöst, Natras, und dafür stehen wir in eurer Schuld, bis wir entweder frei sind oder die Welt wieder in den geordneten Gang geht. Die Angmarien und die Bergmenschen von Rudau tragen die Schuld an dem Blutvergießen, das die Maid verdarb. Sie sind für unseren Fluch verantwortlich. Die Zeit der Vergeltung ist gekommen. Meine Brüder im Süden müssen dies verstehen. Sie müssen ein Beweis für das Böse erhalten. Geht zum Rudau-Lager im Nordosten Angmar, Augamaus, und besorgt mir dort die Taschen der Bergmenschen. Mit eurer Hilfe werden sie von der Dämpfer entfahren, sie werden sich an unseren Fleisch erinnern, euer Fluch erinnern. So, viel zu tun. Wir gehen aber erstmal nach Nordwesten. Was Tote. Besiegt halt mal einen Beschützer. Blöderweise ist es hier richtig schwer, sich zu bewegen. Also, ehrlich jetzt, ich habe keine Ahnung. Hier ist richtig blöd.
alles zu finden, was man sucht. Die Quest-Dinger sind noch ein bisschen misleading und allgemein zurechtzufinden ist ja auch nicht so einfach. Ja, da Signaturen, aber im Level geht es noch. Nur dann in den Instanzen werde ich alleine nicht klarkommen. So. Rico ist noch weiter. Stimmt ja, hier war das richtig großes Gebiet. Ich nehme mich auch langsam wieder. Ging hier mehr als die 8 Benötigten zusammen. Laufen erstmal so den Reiko durch. Ach ja, Ackermauer ist ein tolles Gebiet. Ich liebe es nicht. So wie die Gegner, schlecht Zeug zu finden. Alles Dinge, die hier stören. Die Unholde haben wir sehr schnell vor, wie wir merken. Trotzdem müssen wir halt, um manche Gebiete zu erreichen. Ein paar mehr Türen ist notwendig. Für die Quest halt. Seht, die 8 waren jetzt sehr schnell besiegt. Ich versuche gerade ein bisschen zu tricksen, ihr merkt es schon. Ja, wir haben es gesehen, aber das ist alles nicht so dramatisch. Für die Tat brauchen wir ewig viele, also. Ist auch nicht so gut. Ist auch nicht schlimm. Ah, hier ist doch die Urne, sehr gut. Ziemlich misleading. Ich glaube, man muss die Urne hier nehmen. Aber auffüllen müssen wir sie in der Instanz. Genau, aber das ist jetzt da und ich glaube, das da ist rechts im Osten ist das Instanzgebiet, deswegen ist der oben auch noch Lage. Weil da ist der Instanzeingang quasi. Und das hier noch alles normales Questgebiet ist. Also ihr seht, das ist ein bisschen different, vor allem wenn man hier halt neu ins Gebiet kommt, dann ist recht. So, jetzt müssen wir hier noch die Arimannen finden. 2 Stück. Da hinten. Alles klar.
Brauche schon Vitose hier für, ey. Also die vierte Stufe. Trinkt bald, muss ich mal offscreen wieder ein bisschen machen, dass wir Meister werden im. Oh, sehr gut, das ist der letzte. So. Die Huren sind alle da oben. Ich bin auch so froh, dass wir hier so gut durchkommen, die anderen dann. Das freut mich. In den letzten drei Tagen quasi. Auch noch ein bisschen her, habe ich in den letzten drei Tagen jeden Tag aufgenommen und habe jetzt, ja, die anderen dann schon durch. Bei den Nordhöhen widmen. Freut mich. So, komm, den Triple Mars für Münze bekommen. Gibt sich so oft, die muss man nutzen, wenn man sie sieht. Dämonen hier. So, hier sind Baumstümpfe und hier sind die. Feinschen Bäume. Den brauchen wir eine Menge von denen, ey. So, der vierte. Mal ein bisschen mehr in die Richtung. Ah!
So. Sagen, Düsterblatt müsste nämlich eigentlich auch in der Richtung sein. Da noch ein Baumstumpf. Den Baumstumpf nehmen wir auch noch mit, bevor ich jetzt aufs Weite gehe. So. So, dieser Blatt, komm mal her. So, das war sie. Jetzt brauchen wir noch ein paar Suchschleiche. Es gibt auch keine Tat, deswegen müssen wir dies. Versuche jetzt ein bisschen zu dodgen. Ja, sehr gut, das sind Getarnte. Sie nämlich auch. Ja, die gibt es hier nicht so oft. Da muss man die Chance nutzen, wenn man schon den sieht. Diese Suflaura ist noch unsichtbar. Dementsprechend. Bisschen nervig jetzt, ob wir sie finden. So, aber es steht ablaufen die Leerschein, weil da könnte ja einer versteckt sein.
Na, 5 Stück, dann noch gleich noch 4 Stück. Reibenzweige. Musst du noch einen finden. Aber der Nordwesten ist einfach mal abgeschlossen. Macht der Nordosten und den Zanzen. Sehr gut, da ist der letzte. So, hier abbiegen, wir sind jetzt gleich bei den Bergmenschen gelandet. Jetzt haben wir gleich ein kleines Problem. Ja, ich will jetzt drauf gehen. Jetzt hat auch meine Heilkette nicht mehr viel gebracht. Ja. Ja, da ist es passiert, Leute. Wir wurden seit längerem mal besiegt. Ist schade. Ja, weil wir jetzt ja ganz woanders sind. Oh Mann. Ich brauche auch bald mal besseren Equip. Also ich habe jetzt keinen schlimmen Equip oder so, aber. Gut, es waren jetzt 2 Elite auf einmal. Normal sieht man den einzeln. War einfach nur Pech, dass jetzt runterkommen. Ich hätte wieder weglaufen sollen. Statt zu kämpfen. Ich glaube, es wäre cleverer gewesen, nachdem ich ihn erst besiegt hatte. Er ist überlebt. Aber, ja, nee, ich muss da hinten lang. Das ist einfacher. Da hinten rum, sonst komme ich auch nicht in ein Gebiet im Osten.
Ja, ist schade. Passiert, aber kann man nichts machen. Aber ich brauche, glaube ich, mal bald. Ich muss mal zum Scharmützellager gehen. Mir da. Ernsthaft jetzt. Ich muss mir da aber mal von dem Scharmützel-Ding, wo ich so viel habe, mal aktuelles Ski holen für mein Level. Ich habe mal ein bisschen einen anderen Weg genommen. Wenn einer von denen ist okay, aber wenn es zwei sind, weil es sind gerade mal zwei unter uns und damit halt schon eine Herausforderung. Ich brauche die halt für die Quest, will ich machen. Okay, wie kann man denn nochmal da... Glaub weiter in Rosten. Ne? Und das meine ich halt hier. Das ist halt echt nicht leicht. Ich versuche jetzt mal den Einzel zu ziehen. Natürlich hat es nicht geklappt. Ich versuche jetzt was. Das ist jetzt eben sehr hier innere Sick. Ja, okay. Nee, das kann ich vergessen. Ich komme hier nicht rein. Das sind zwei Elite auf einmal. Das ist Matsch. Ich will jetzt wieder drauf gehen. Hätte ich eine Chance gehabt, aber... Ja! Natürlich hat er wieder volles Leben. Das ist so unfair, Mann. Ich habe meine Heilkette, die ich krieg halt einfach nicht mehr Heilung gerade. Das ist halt scheiße. Gleich mal gucken, ich brauche, was es mehr Moral gibt. Hier statt Mitgefühl, dass ich mal was anderes mache. Weniger physischer Anzugungswert, ja. Ich brauche lieber, was es so maximale Moral gibt. Hier die Ehre zum Beispiel. Die ist, glaube ich, deutlich besser. Gerade jetzt allein zu ziehen. Das ist ja eigentlich auch ne Gebiet, was man eigentlich mit mehreren halt. Werden soll, das ist halt das Problem. Ich mach's halt alleine. Und der gilt halt auch nur für die Taschen, das ist auch nicht der Quatsch. Ist halt keine Eliten wären, ist es ja kein Problem. Ja.
scheiß Theodnovizen, die gehen so richtig auf den Nerv. Ich brauche doch Treue. Nein, hab ich gesehen. Die äußeren Tore, da sind wir. Ich grüße euch. Kleinzeichen. So, Temai, die Schreckliche. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Wenn die gleiche Folge. Diese Quest lese ich aber noch vor. Die Menschen, welche ab dieser Mauer leben, sind fehlgeleitet und verloren. So verloren, dass sie laut Radagast nicht mehr zu retten sind. Ihr Kreuzhalten gegen die Natur sind so schwerwiegend, dass sie keine Fehler mehr geben kann. Sie haben eine Frau angeführt, eine Schreckenfrau namens Temai, weil sie als Verbindung zur Roten Maid anziehen, deswegen als etwas Besonderes einstufen. Ich bitte euch, in die Mauern zu schreiten, diese Frau zu suchen. Tötet sie und beweist diese fehlgeleiteten Menschen, dass sie den Glauben falsch ausgerichtet haben. Das ist eine Gruppenquest. Ich werde hier nicht überleben lange. Ich hole mir aber zumindest mal den einen. Bergmenschen noch irgendwo. So, das können wir auch in die Münzen noch sammeln. Das geht auch noch. Ich wollte gerade die Folge beenden, ne, habe ich gesagt. Na komm. Ich werde wahrscheinlich für die Quests, die da drin sind und auch die Instanzen, wie gesagt, sowieso mir jetzt mal einen Schabert holen. Nächste Aufnahme. Ich werde mal hier kurz durchreiten, dass ihr es mal seht. Ich glaube, hier ist nämlich der Altar der Roten Maid. Der ist doch nicht in der Instanz. Die kann jetzt auch noch Fernkampf, Alter. Don't want something from you. Füllt die Urne, bevor sie verdammt anheim. Ihr habt den Altar der Romain gefunden. Befüllt die Urne von Agamau. Urne von Agamau gefüllt.
Und hier ist eine Sackgasse. Ja, da sind alle in der AK-Vergabe drin. Ich bin doch verwirrt, die sind dann trotz doch alles nicht in der Instanz. Weil hier ist ja jetzt Sackgasse, ne? Da sieht der stark nach Sackgasse aus. Da geht's da irgendwo hin. Nee, okay. Gut, also das dahin merke ich mir natürlich, da muss ich dann nochmal hin, aber ich werde es wahrscheinlich mit meinem 20er machen, weil, ja, ich glaube, das sind noch die Instanzen da. Ich glaube, da ist dann irgendwann einfach Ende und ist der Eingang zur Instanz. Wieso war das? So, das ist der Verbindungsweg. Den nehme ich jetzt mal ganz kurz und reite noch ins Lager und dann bin ich die Folge. Dann ist die auch wieder ein bisschen länger für euch mal. Ja, genau, sind wir wieder in dem Teil. Mal einmal kurz die Tour de Ackermau gemacht. Haben wir alles gesehen und Gavagavan rein gehen wir natürlich dann auch noch. Ist ja klar. Und dann haben wir noch die Distanz vor uns, dann dürfen wir bald tatsächlich durch sein. Das waren jetzt eigentlich die hauptsächlichen Quests. In der Bitterbox Saatgut ist halt da drin, ne? Kann halt sein, dass es eine Distanz ist. Kann aber auch sein, dass es das so begehbar ist, so wie die Schwerter halt auch. Da werde ich schon mal nach oben müssen. Aber dann gehe ich mit 120er und dann macht mir das dann alles weg. Ich denke, das ist kein Problem. Dann meine ich schrecklich genauso. Sie ist nämlich auch ein Garf-Agar. Und ich glaube halt, dass sie auch ein Teil einer Instanz ist. Jetzt, wo ich die Quest oben angenommen habe und dann ist die Vergangenheit ist da auch. Ungefähr ist der Reinheit. Da können wir jetzt so wenigstens schon mal abgeben. Das ging jetzt wenigstens schon. Das hatten wir jetzt alles gemacht, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge geben wir hier die ganzen Quests ab. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Euer Tag. Ciao, ciao.